Ich bin Stefan, ich bin Forscher im Bereich der Metallurgie und beschäftige mich mit Leichtmetallen. Ja, wenn ich das meinen Kindern erkläre, was Metallurgie ist, dann sage ich ihnen, dass man sich dabei mit Metallen beschäftigt. Außen ist das Auto aus Metall, damit es fest ist, falls man einen Unfall hat, und wie man eben so ein Material macht, um daraus dann zum Beispiel Autos zu machen, damit beschäftige ich mich. Das kann man so wie Kochen machen, hat man früher so gemacht, einfach verschiedene Metalle und Elemente zusammengemischt und geschaut, was rauskommt. Heutzutage funktioniert das komplett anders. Heutzutage setzt man sich am Computer damit auseinander und designt die Interaktion der verschiedenen Metalle und Elemente so, dass man die Eigenschaften, die man haben möchte, zum Beispiel besonders fest, besonders korrosionsbeständig, besonders leicht, schon bestimmt. Und schlussendlich geht man dann ins Labor, mischt die Elemente und macht verschiedenste Prozessschritte, bis man zu einem fertigen Material kommt. Es sieht vielleicht nicht für jeden spannend aus, wenn am Computer nur Zahlen sind, die einem Auskunft darüber geben, ob das Design der Legierung erfolgreich war, aber mir macht es große Freude. Und dann wird es natürlich interessant, wenn da was rauskommt, was sehr unerwartet ist, wo man eben interessante neue Zukunftseigenschaften erwarten kann. Mit Aluminium beschäftigt mich am meisten. Das findet man natürlich im Haushalt überall, auch im Bereich Geschirr oder Fassadenelemente, Bausubstanz. Überall sind Metalle. Mein Sohn findet meine Forschung schon cool, speziell wenn ich ihm das an einem tollen Auto erkläre, wie diesem hier, dann wird das Interesse schon größer. Aber wenn ich ihm dann noch sage, dass ich mich auch mit neuen Legierungen für den Weltraum, für Raumschiffe beschäftige, dann finde ich das besonders toll. Wenn man in Erdnähe im Weltall sich aufhält, dann gibt es einen großen Schutz durch das Erdmagnetfeld vor der Strahlung der Sonne. Die zerstört viele Materialien in Kürze. Und das ist auch teilweise für Metalle problematisch. Und natürlich, wenn wir weiter wollen, brauchen wir neue Legierungen, die diese extrem aggressiven Bedingungen aushalten. Und das machen wir.